Hallo und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Genauer gesagt geht es heute um eine weitere Figurenpräsentation. Und zwar gehen wir ein weiteres Mal in Richtung Videospiele. Genauer gesagt geht es heute um eine Figur aus dem Videospiel Odin Sphere. Wer es nicht kennt und nicht gespielt hat, sollte es unbedingt nachholen. Ansonsten hat man wirklich was verpasst. Und gleichzeitig ist es auch eine Figur, die eine der frühesten Ankündigungen gewesen ist, was ich so gemacht habe, dass ich es bringen werde, sobald ich die Figur habe. Es ist etwas später geworden, aber jetzt ist es endlich soweit. Und zwar handelt es sich da ganz genau gesagt um die Figur Gwendolyn in der Dress-Version. Der Hersteller ist Flair. Sie ist ca. 25 cm groß und ich habe für die Figur 179,90 € bezahlt. Zur damaligen Zeit habe ich die Figur noch bezogen von dem Internet-Shop Yorokonde. Und natürlich werden wir uns die Figur jetzt halt gleich so ein kleines bisschen im Detail anschauen, aber so wie wir es immer machen, gibt es vorher natürlich ebenfalls einen Blick auf die Verpackung. Und der Blick ist, weiß Gott, kein schöner. Und ich glaube, ich sehe es auch, wieso die Verpackung ist für mich sozusagen der pure Horror, eigentlich der ja, das schlimmste anzunehmende Szenario, das es für mich gibt. Das Ding ist im Prinzip von so ziemlich jeder Seite einsehbar. Wir haben auf die Seiten haben wir sowas ähnliches wie Motive. Eins haben wir jetzt gerade gesehen. Auf der anderen Seite haben wir nachher doch nur eine Abbildung so ein bisschen von der Gwendolyn. Aber insgesamt ist die Figur mehr oder weniger komplett durchsichtig. Das ist ein optischer Albtraum für mich und sozusagen das Schlimmste, was auch gerade irgendwie passieren kann. Ganz im Gegensatz zur Figur selber, die ist nämlich wunderschön. Und wir sehen es jetzt da gerade einmal in der gesamten Ansicht. Es handelt sich also um die Gwendolyn in der Dress-Version, also sozusagen mit Kleid. Gwendolyn ist ja im Prinzip Valkyrie und als solche sehen wir es die meiste Zeit in Rüstung und bewaffnet. Eine Figur mit der Ausstattung von der Gwendolyn habe ich bereits. Man verbringt aber einige Zeit im Videospiel mit ihr eben in der Version mit Kleid. Und deswegen ist es für mich absolut legitim, dass es da jetzt auch eine zweite Figur auf die Art und Weise gibt. Aber das ist jetzt sozusagen die komplette Figur. Und ich glaube, wir machen es jetzt einmal ein bisschen anders im Vergleich zu anderen Figuren, die ich präsentiere, die ziehe ich alle aus. Jetzt ist es so, dass wir mal eine Figur anziehen, unter dem ganzen Stoff und Kleidwust sozusagen befindet sich nämlich die Gwendolyn genau so, wie sie es jetzt hat. Sechs, also sozusagen in Unterwäsche und nachher können wir es mehr oder weniger Schicht für Schicht anziehen. Aber wie gesagt, fangen wir mal ganz von vorn an. Und ich muss da sagen, es gibt schon einige wunderschöne Details, die mir da sehr gut gefallen. Beispielsweise gefällt mir die Schnürung von der Corsage schon sehr, sehr gut. Auch insgesamt jetzt einmal die farbliche Abstimmung von der Farbtonalität her, kennt man viel, haben es auch sehr gut getroffen. Die Figur steht auf einer, ja, ich sage jetzt einmal von der Form her, sehr unspektakulären Base. Sie ist aber, muss ich sagen, farblich ganz schön gestaltet. Wir haben so einen kleinen Schriftzug drauf, da steht nachher eben Gwendolyn. Das ist etwas, was man jetzt nur sehr gut sieht. Später nachher, wenn es den extrem ausladenden Rock hat, sieht man das dann nimmer, weil der Rock nachher den Schriftzug und eigentlich im Prinzip fast die komplette Base zur Gänze abdeckt. Also da hat man sich Mühe gemacht für Detailarbeit, die man im Endeffekt nachher nicht wirklich gut sieht. In den Schuhen befinden sich nachher zwei Löcher. Das sind die Aussparungen für die Verstiftung, die man nachher benötigt, damit man es auf die Base aufstellen kann. Wie gesagt, das sind zwei an der Zahl und die halten die Figur auch sehr stabil auf der Base. Man sieht eine sehr, sehr schöne Haarpracht. Was aber da das herausstechende Detail ist, ist auch der sehr schön anzusehende Haarschmuck, muss ich sagen. Der gefällt mir auch von der Farbgebung her sehr gut. Der glitzert auch so ein ganz kleines bisschen, hat also so einen ganz leicht kristallinen Effekt, kommt mir vor. Die Haare selber
haben den typischen grauen, ja, grau-silbrigen Farbton. Die Frisur gefällt mir im Prinzip auch sehr gut, wobei ich sagen muss, man hätte durchaus, was die einzelnen Strähnen angeht, vielleicht ein paar mehr Details einbauen können, beziehungsweise ein bisschen detaillierter ganz einfach arbeiten können. Ansonsten muss ich sagen, gefällt mir die Rückansicht auch sehr gut. Man hat es jetzt gerade gesehen und man wird es später wiedersehen. Gwendolyn hat ein Vögelchen auf der Hand. Es gibt alternative Hand bzw. einen alternativen Arm, der beiliegt, kann man nachher anstatt dieses Armes eigentlich andocken und nachher kann man verschiedene andere Arm- und Handhaltungen ganz einfach drapieren. Das funktioniert jetzt mit deren zwei Armen auch schon, die sind beweglich an der Verbindungsstelle ganz einfach. Die Verbindungsstelle sieht man nicht, also da kann ich Entwarnung geben, das ist sehr gut gemacht, aber man kann den Arm auf die Art und Weise ganz einfach in verschiedene Stellungen drehen. Ich muss auch sagen, sie haben den Körpertyp von der Gwendolyn sehr gut hingekriegt. Das ist ja im Prinzip, obwohl es eine Valkyrie ist, die ja eigentlich sozusagen für den Kampf geboren ist und sie da in die Schlacht wirft, hat sie einen sehr zierlichen Körperbau. Sieht man auch im Spiel. Und ich muss sagen, das haben sie sehr, sehr gut ganz einfach auf die Figur auch übertragen. Also das ist absolut glaubwürdig. Das hat eine sehr große Ähnlichkeit. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich muss wirklich sagen, sie gefällt mir eigentlich in der Form schon fast am besten ganz einfach, weil man sehr, sehr viel auf die Art und Weise von der Figur ganz einfach sieht. Wir ziehen ja jetzt als nächstes Teil an. Es gibt mit Sicherheit irgendeinen Fachausdruck dafür. Ich nenne es ganz einfach einmal Unterrock. Damit wir das schaffen, müssen wir ganz einfach den Oberkörper von den Beinen trennen. Nachher kommt die Unterrockkonstruktion drüber und nachher wird der Oberkörper ganz einfach wieder aufgesteckt. Das ist ein ganz einfacher Vorgang, dauert ein paar Sekunden und nachher schaut es so aus. Und nachher haben wir da sozusagen eine tragfähige Konstruktion für das gewaltige Gebilde, was wir da jetzt sehen. Es ist wirklich extrem geil, muss ich ganz einfach sagen. Das schaut wirklich so aus, als würden da mehr oder weniger ganz viel Stoffschichten übereinander liegen. Also es ist jetzt nicht so, dass das wirklich alles einzelne Teile sind, die man aufbaut, sondern abgesehen einmal wirklich von dem Unterrock, ist das Teil 1. Ja. Aber wie gesagt, sie haben den optischen Effekt von sehr, sehr vielen verschiedenen Lagen untereinander, haben sie wirklich exzellent hingekriegt. Was sie auch noch exzellent hingekriegt haben, das ist ganz einfach der Faltenwurf, den so ziemlich jede Schicht ganz einfach auf verschiedene Art und Weise ganz einfach hat. Also das schaut wirklich echt super aus, echt toll aus. Und auch da ist wieder so, dass mir die farbliche Gestaltung sehr gut gefällt. Ich meine, natürlich, es ist im Videospiel nachempfunden, das ist klar, da haben sie nachher im Endeffekt eigentlich keine alternativen Möglichkeiten gehabt. Aber nur vom Design her selber, muss ich sagen, passen die Figuren sehr gut zusammen. Und die sind ohnehin mehr oder weniger die Form von der Gwendolyn, also hat das natürlich alles miteinander seine Richtigkeit. Jetzt in der Form kann man natürlich sehr gut sehen, was ich vorhin gemeint habe, nämlich, dass der gewaltige Rock sozusagen die ganze Base abdeckt und dass man nachher eigentlich nichts mehr von der Base selber sieht, was jetzt halt weniger schade war, wenn es wirklich gerade eine schwarze Platten war. Aber wie gesagt, sie ist doch ganz nett gestaltet, auch wenn es jetzt halt nicht irgendwie die außergewöhnlichsten Formen hat. Aber man sieht es halt jetzt ganz einfach nicht mehr, gell? Als zusammensteckende Figur kann ein kleines bisschen eine fummelige Arbeit sein, da der Oberkörper erst wieder aufgepflanzt wird, wenn das außerordentlich ausladende Rockteil auf der Verbindung ist. Deswegen ist das ein bisschen eine Übungs- bzw. Gewöhnungssache. Aber mit der Zeit geht das mit Sicherheit eigentlich ganz gut. Gell? Insgesamt muss ich sagen, vom Design her und von der Ausführung her eine wunderschöne Figur. Abzüge gibt es natürlich für die Verpackung, wie gesagt, meine subjektive Angelegenheit immer wieder mit einer durchsichtigen Sache. Ein bisschen detaillierter bei den Haaren hätte es gern sehen können, obwohl ich sagen muss, der Kopfschmuck gefällt mir wirklich sehr gut. Sie hat ein sehr schönes Gesicht angekriegt.
mit dem etwas leeren, eigentlich schon fast gefühllosen Gesichtsausdruck, passt aber sehr gut zu der Figur, den hat sie ja im Spiel natürlich und deswegen haben sie das sehr gut übertragen. Insgesamt muss ich sagen, wie gesagt, vom Design her echt sehr schön, von der Ausführung her sehr schön. Es krankt an ein, zwei Kleinigkeiten, aber ansonsten bin ich mit der Figur sehr glücklich. Das Design von der Dress-Version gefällt mir eigentlich sehr gut und da ich sowieso schon eine Version von ihr in Rüstung gehabt habe, ist das zur Komplettierung natürlich absolut perfekt geeignet.